Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Graf von Dithmarschen Let's Play. Unser Ziel für diese Episode sollte es sein, die Unabhängigkeit von unserem Herzog zu erlangen, getreu unserem Motto, sei frei, damit du frei bist. Denn wir wollen ein eigenes Herzogtum gründen, nämlich das Herzogtum Holstein. Und ich hatte ja den Plan in der letzten Episode, dass ich diesen Graf Bruno von Minden als unser Verbündeten dazu kriegen sollte. Aber er ist ja auch unter unserem Herzog. Und da wir keine Fraktion gründen dürfen, aufgrund der niedrigen Autorität, die er hat, aufgrund dieser Lehnsautorität, mal gucken, ab wann dürften wir denn? Ja, wir dürfen auf jeden Fall aufgrund der niedrigen Lehnsautorität keine Fraktion gründen. Jedenfalls keine, die Freiheit oder Unabhängigkeit wäre. Und ich hätte ja gern die Unabhängigkeitsfraktion tatsächlich. Das ist ein Problem. Das heißt, das Bündnis mit Grafen unter demselben Herzog bringt uns gar nichts, weil sie uns höchstwahrscheinlich im Krieg gegen den Herzog nicht wirklich helfen. Aber hier in Zutphen gibt es einen Grafen, der auch 500 Mann hat. Und wenn wir uns mit ihm ein bisschen anfreunden, dann könnten wir vielleicht ein Bündnis mit ihm bekommen. Oder einfach direkt über eine Heirat. Ich habe aber keine Tochter und nichts. Ich glaube, ich habe eine Tochter, ja. Ist mit dem Herzog von Kassel verbündet. Moment, das war falsch. Mit ihm. Er hat auch nur 158 Mann. Dieses Bündnis bringt mir eigentlich echt überhaupt nichts. Und ich würde beinahe sagen, ich möchte dieses Verlöbnis brechen. Ja. Das ist auch noch im Charakter, würde ich sagen. Wir sind guter Diplomat und wenn wir sehen, dass das Bündnis, das unsere Tochter uns bringt, nicht wirklich sinnhaft ist. Oh. Ich könnte mich auch mit den Heiden verbünden. Da muss ich mal gucken. 1000 Mann. Ein Sohn. Dein ältester Sohn ist hinterlistig und nachdenklich. 9 Jahre alt. Weiß ich nicht, ob er annehmen wird. Nein, weil wir anderer Glauben sind, höchstwahrscheinlich. Minus 1000. Misch. Was ist das für ein. Aha. Verstehe ich nicht. Minus 1000 einfach, okay. Bleibt das bei minus 1000? Ja. Mit einem anderen Glauben ist es schwierig. Ich glaube, wir nehmen den Grafen von Zutphen. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob wir einen stärkeren Grafen irgendwo finden. Hier wäre ein Bischof, aber er hat natürlich keine Kinder, die ich heiraten könnte. Du hast auch nicht viel mehr Mann. Wieder ein Bischof. Um in Ostfriesland. 300 Mann. Ich glaube, Zutphen ist auf jeden Fall. Einer unserer direkteren Nachbarn, mit dem kann man auch einen guten Kontakt haben. Er ist der Graf von Kleve und von Zutphen. Sonst haben wir dieses Herzogtum, mit denen sind wir schon verbündet. Und sonst noch Graf Rainer von Luxemburg. Auch sehr interessant, hat aber nur eine Tochter und einen Sohn, der noch nicht verheiratet ist. Du bist ein Schurke, paranoid, gefühllos. Wird nicht annehmen aufgrund seiner Meinung gegenüber uns. Könnten wir da vielleicht die Beziehung verbessern durch ein kleines Geschenk? So viel Geld haben wir nicht. Kann ich beeinflussen? Ich beeinflusse schon jemanden. Oldenburg. Das ist auch unnütz, das brauche ich wirklich nicht weitermachen. Würde der Graf von Zupfen denn sonst ein Bündnis ohne Heirat. Ja, wenn wir die Meinung verbessern, wird er irgendwann das Bündnis wahrscheinlich annehmen. Kurz gucken, was ist der maximale Bonus, den wir kriegen durch Meinung? Können wir ihn ja angucken. Plus 25 tatsächlich. Das heißt, den Graf von Zupfen können wir so bekommen. Das heißt, ich sollte den Grafen von. Wo war er denn jetzt? hier unten war es, ne? Der Graf von Luxemburg, glaube ich. Ja, der Graf von Luxemburg. Dem sollte ich meine Meinung verbessern. Und dann könnten wir es eigentlich schaffen, auch hier ein Bündnis ohne Heirat zu bekommen. Sehr interessant. Was ist denn Aachen? Ist kein Bistum? Der Graf von Aachen hat auch einen Sohn. Der will auch nicht mit mir heiraten, verdammt.
Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal abwarten, bis die Beeinflussung hier vorangeht. Und dann können wir weitere Bündnisse schmieden. Währenddessen müssen wir eh warten und Geld verdienen. Ich spiele es hier mal auf vierfache Geschwindigkeit. Ja. Noch einen Heiligen Krieg. Würde ich gerade nicht machen wollen. Erstmal. So, bei Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch Graf Rainer von Luxemburg ist. Mein Fürst, sagt mir, wer ist der elegante Mensch, von dem ihr eleganteste Mensch, von dem ihr je gehört habt? Der Graf Rainer auf jeden Fall. So. Wie sieht es jetzt mit der Heirat aus hier? Wird er jetzt annehmen? Dann möchte ich doch gerne mit Graf Rainer von Luxemburg ein Bündnis durch Ehe schließen. Und dann kann ich eigentlich direkt aufhören, ihn zu beeinflussen. Und in Zupfen weitermachen. Und ihn beeinflussen, bis er bei 100% ist. Was wird ein Geschenk an ihn kosten? Wahrscheinlich auch um die 100, ja. Das ist mir zu viel. Und dann hoffe ich doch, dass wir den Graf von Zupfen auch auf unserer Seite kriegen. Und dann können wir eigentlich den Krieg gegen unseren Lehnsherrn beginnen. So, du möchtest immer noch kein Bündnis, wegen dem Unterschied unserer militärischen Stärke. Karl, wer ist denn Karl? Der Karl von Ostfrankenreich. Achso. Achso, hier unten. Prinz Karl. Wahrscheinlich der Nachfolger. Er ist nicht der Nachfolger, oder? Nee, ist er nicht. Er ist der Bruder von dem König. Auf jeden Fall möchte ich mit Prinz Karl vom Ostfrankenreich mich ein bisschen gut stellen. Aber ich nehme das Prestige. Ich mache Briefwechsel mit Karl. Ich denke, das passt auch zu unserem Charakter. Wir sind ein guter Diplomat. Wir freuen uns drauf, mit Königen und etc. uns zu unterhalten. So, die Eigenschaften der Reichsverwaltung. Worin ist er denn gut? Ja, Reichsverwaltung tatsächlich. Ja, nehmen wir Reichsverwaltung. Denn ich möchte, wenn ich irgendwas nehme, wo ich viel besser bin als er, dann kommt es oft vor, dass ich ihn vorführe. Ineffiziente Volkszählung, sehr schön. So, es freut mich zu sehen, wie sehr euch eure Leidenschaften am Herzen liegen. Euer letzter Brief beweist auch, wie bewandert ihr in ihn seid. Da ihr mir einen solchen Gefallen erwiesen habt, möchte ich meinerseits fragen, ob ich etwas für euch tun kann. Ich möchte nur so weiter Briefe schreiben. Vielleicht können wir ein Handelsabkommen. Dithmarschen kriegt 5% mehr Steuern. Ich denke, ein Handelsabkommen mit dem Ostfrankenreich wird auf jeden Fall schön auch passen von der Geschichtserzählung. Bremen ist ja auch ein wichtiger Handelspunkt gewesen. Genau wie denn der Übergang über Hamburg, Stade, Richtung Skandinavien. Deswegen gründen sich hier auch die ganzen Hansestädte um den Ost- und Nordseeraum rum. Deswegen denke ich, ein Handelsabkommen passt sehr gut. Das schließen wir ab. Und dann haben wir jetzt in Dithmarschen ein Handelsabkommen. 5% mehr Steuern. Das ist doch ganz nett. So, und ansonsten brauchen wir Geld, Geld, Geld. Stärke das Militär. Nur ganz kurz gucken. Also du hast jetzt 1400 Mann plus ein Verbündeten mit 500 Mann. Also sagen wir knapp 2000 Mann hat unser Herzog. Ich selbst habe knapp 700 Mann plus 1000 Mann von Herzog Adelbert plus 700 Mann und noch ein Verbündeten. Ich hätte gerne noch ein Bündnis mehr, damit der Krieg wirklich, wirklich sicher geht. Der Krieg um die Freiheit. Und ich würde dann auch mich gerne, glaube ich, dem König des Ostfrankenreichs, ich muss mal ganz kurz gucken, de jure ist das Ostfrankenreich tatsächlich auch bei uns, ja. Ich würde dem König von Ostfrankenreich wahrscheinlich meine Treue anbieten dann, sobald ich Herzog bin. Damit die Skandinavier sich nicht denken, oh, ein Graf, den greifen wir doch an. So, Loyalität oder Angst? Als Graf schulden wir meine Vasallen die Treue. Mein Wort ist Gesetz, aber was ist Gehorsam wert ohne Hingabe? Es geht hier um meinen Herzog tatsächlich, also meinen Lehnsherrn. In Krisenzeiten können langsame Reaktionen oder halbherzige Mühen zu einer Katastrophe führen. Kann ich mir ein solches Risiko leisten? Ich werde mir ihre bedingungslose Treue sichern. Vasallensteuern und direkter Vasall, okay. Baron Guy von Verden wird verwundet. Das sehe ich eigentlich nicht so. Und es gibt wichtigere Menschen, die ich beeindrucken muss. Herzog Otto gewinnt Meinung von mir. Die Meinung meines Lehnsherrn ist mir eigentlich relativ egal. Dem großzügiger Lehnsherr. Und ja, ansonsten würde ich natürlich
Ich kann mein Geld nicht einsetzen für sowas. So, ich müsste mein Militär eigentlich weiter aufbauen. Ich würde gerne wahrscheinlich ein Bogenkämpferregiment. Mal gucken, was er für Truppen hat. Er hat Pikeniere. Die konnte ich mit meiner schweren Truppe schon und Onaga, okay. Da bin ich eigentlich ganz gut vorbereitet, was Gefolge angeht. Und wenn ich Kriege gegen die Heiden im Osten führe, dann geht es um gegen leichtes Fußvolk. Wahrscheinlich auch ja, leichtes Fußvolk, Bogenkämpfer und Kavallerie auch. Ich denke, ein leichtes Fußvolk-Regiment wird uns auch ganz gut stehen. Das wird weiterlaufen. Oh, wir haben ihn beeinflusst. Mal gucken, wie es mit dem Bündnis aussieht. Wir nähern uns. Ratskanzler. Achso, ja, ist okay. So, hier im Diplomatievorzug. Erzwungenes Vasallentum. Hm. Herz der Familie finde ich echt sehr gut eigentlich. Wir sind in Verwandtschaft. Wir sind ein Mensch, der viel Wert auf seine Ehe und auf seine Kinder legt. Aber befreunden finde ich auch sehr stark. Ich werde das anfreunden, Komplott. Jo. Und ich denke, mit unserem Erbe gesichert, kann ich jetzt auch von Familie auf Außenbeziehungen wechseln. Denn ich denke, das ist jetzt... Wir haben unser... Also, unser Charakter hat, hat sein Ziel erreicht. Er hat ein Erben gegründet. Ein Erben gezeugt. Und jetzt muss er sich um seine Außenbeziehung kümmern. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit tun. Ich denke, das passt ganz gut. Und dann geht es darum, dass wir... Kann die Gemeinde nicht mehr weiter bekehren? Warum nicht? Ach, sehr schön. Lübeck ist konvertiert. Sie sind jetzt keine Slowjanska Prawada mehr, sondern sie sind Katholiken. Die Kultur ist noch verkehrt. Da muss ich auch mal ganz kurz dieses Kulturfenster mir mal angucken. Es gibt ja jetzt hier... was meine Kultur noch gar nicht gibt auf der Karte. Ja. Es wird Zeit, dass meine Kultur langsam mal durchgesetzt wird. 5 Jahre braucht er noch. Ich hätte gerne jemanden, der besser ist als du. Aber es gibt kaum jemanden. Das Problem, wenn man Graf ist. Man muss mit dem leben, was man hat, einen Abgeordneten sozusagen. So, meine Frau. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie mein Leben war, bevor Engel Trudis mit mir ihre Gefühle gestand. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich bin auch überwältigt von ihrer Zuneigung. Ich sehne mich nach etwas Ruhe und Frieden. Und doch mache ich mir Sorgen. Werfe ich da etwa meine einzige Hoffnung auf wahre Liebe fort? Das kann nicht richtig sein, oder doch? Ich denke, sie sollte mein Seelengefährter werden. Das passt auf jeden Fall sehr gut zu uns. Sie ist nicht nur unsere Frau, sie ist jetzt auch unsere Seelengefährtin. Und damit sind wir doch jetzt richtig gut mit ihr befreundet. Und wir dürfen, glaube ich, immer noch nur einen so einen Komplott haben zurzeit. Eindringling, ein Poltern. Ich, wo bin ich? Was geschieht hier? Ich schaue ins Dunkel und warte, bis ich etwas sehe. Gott, da ist jemand an meinem Schlafzimmerfenster. Ich stolpere aus dem Bett und alle zur Tür, aber der Eindringling ist schneller. Ich werde am Arm gepackt und zu Boden gezogen. Bevor ich schreien kann, bedeckt eine Hand meinen Mund. Hör gut zu, Graf. Wenn ihr tut, was ich sage, wird niemand... Die Worte werden zu einem Gurgeln, als ein Dolch sich tief in den Nacken des Eindringlings bohrt. Geht es euch gut, Mische? Diese Stimme erkenne ich sofort wieder. Ich wurde gerettet von niemand geringer als Gräfin Ingeltrudis. Naja, wir teilen auch ein Bett, da kann sie ja mal den Dolch nehmen, ne? Oh, mein Schatz, lasst mich nie mehr aus den Augen. Ja, sehr schön. Und wir beschlafen einander. Also könnte noch ein Kind dabei entstehen? Schauen wir mal. So, wir können unser Glaubensumwort um Gold bitten. Das ist ja ein Traum. Genau das brauchen wir jetzt. Dafür setze ich mein Pietät gerne ein. Wenig Kontrolle ist echt ein Problem. Darum sollte sich mein Ratsmitglied... Aber er ist ja schon dabei. Ich kann gerade nicht sehen, wo er... Ne, mehr Kontrolle in Gemeinde. Stade auf jeden Fall. Denn Stade ist eine Burg und das ist das Einzige, was uns mit Dittmarschenzer momentan Geld bringt. Weil alle anderen Besitztümer vom falschen Typ sind. Und uns deswegen nichts bringen. Noch ein Grund mehr, schnell Herzog werden zu wollen. Ich habe jetzt gleich Geld. Ja, der Papst hat mir sein Geld geschickt. Weil ich ein guter Christ bin. Das werde ich nutzen, um ein weiteres Kriegsvolkregiment. Eventuell leichte Reiterei. Kontern die Bogenschützen, glaube ich. Leichtes Fußvolk. Oder Bogenschützen. Ich werde auf Bogenkämpfer gehen. Bogenschützen und schwere Infanterie sind eine gute Kombo, glaube ich. So, erstmal nur eine Truppe. Und dann sollten wir in Zupfen immer mehr Punkte für das Bündnis bekommen. Genau wie in Minden. Sollte, sobald unsere Truppen aufgebaut werden, vielleicht noch minus 1 sein.
Lexikalische Lethargie und Englisch einfach vergessen. Oh, Sprache vergessen. Ich vergesse die Sprache vulgär Deutsch. Nein, ich muss noch härter arbeiten und mehr lernen. Wir haben niemanden, mit dem wir tatsächlich die Sprache sprechen. Vulgär Deutsch, das ist dieses Französische. Deswegen denke ich, die Sprache können wir gern vergessen. Oder halt, wenn man sie lange nicht spricht, dann kann man es halt auch einfach nicht. Ich würde lieber tatsächlich bei euch. Was für eine Sprache sprichst du denn? Nordisch. Ich glaube, das wird uns sehr weiterhelfen. Wenn ich das Komplott starte. Sollte eigentlich. Ja. Sehr gut. Und dann lernen wir jetzt die nordische Sprache und die französische Sprache spielt für uns keine so große Rolle. Meine Frau ist tatsächlich schwanger geworden durch unser. Nachdem sie meinen Mörder oder meinen versuchten Mordanschlag verhindert hat. Ja, ein spannendes Erlebnis. Kann man seinem Sohn später mal erzählen, wie er gezeugt wurde. Und ja, ich möchte gerne immer noch weiter ein Bündnis haben. Diese beiden sind einfach zu stark. Du wirst gerade geplündert, das gefällt mir gar nicht. Es wäre echt schön, wenn er. Ich könnte ihm das Geschenk schicken. Aber ich kann es auch lassen, ganz ehrlich, weil ich brauche das Geld ja selber, um mein Herzogtum auch zu gründen. Und ich brauche Geld, um einen Krieg zu führen. Mein Militär sollte jetzt demnächst mal ausgebaut sein, 65. Ich glaube, ich möchte es noch eine Stufe höher haben. Ist nicht beeinflusst worden. Scheiße. In 11 Monaten ist der nächste Versuch, dass wir ihn beeinflussen. Möge so stark und ein neuer Sohn. Ich finde, er soll heißen. Ich finde. Volkwart ist ein schöner Name. Möge so stark und weise werden, Volkwart. Und damit könnten wir ein weiteres Bündnis eingehen. Zupfen. Sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg ohne Ehe. Und ansonsten. Wie sieht es denn hier aus? Der Herzog Hörigdre von Holland. Der wäre natürlich richtig stark. Hat natürlich keinerlei Kinder irgendwie. Das ist ungünstig. Auch keine Geschwister. Dieser Graf würde erben. Und er hat einen Sohn. Ich hätte gerne ein Bündnis mit ihm. Gedichte funktionieren wirklich überhaupt nicht. Er hat ein Kind als Mündel, aber da kann ich ja nichts machen, weil ich habe meine Tochter ja schon verheiratet. Sehr interessant, dass der Herzog von Holland kein Erben hat, kein eigenes Kind sozusagen. Aber vielleicht macht er ja noch eins, weiß man nicht. Wir haben einen Sohn und wir können ein Bündnis gründen. Von wem? Ich hätte gerne ein Bündnis mit ihm tatsächlich, aber es wird ja nichts. Zupfen sind wir auf dem besten Wege. Mit Kleve haben wir schon ein Bündnis. Nicht. Dieser Mönch. Ah, nee. Kleve ist ja der von Zupfen. Genau, nee. Wir haben ein Bündnis mit. Wo ist es denn? Ich gucke lieber über hier, dann finde ich schneller. Mit Luxemburg, genau. Dann haben wir ihn hier noch. Adelhard, Luxemburg, Lothringen wäre noch eine Möglichkeit, aber Lothringen gehört dem König persönlich, das heißt, er wird sich nicht mit uns verbünden. Dann haben wir hier unten noch den Grafen von Besançon. Das wird auch kein Bündnis werden. Ja, dann sollten wir eventuell doch meinen Sohn nutzen, um das Bündnis mit Zupfen schneller zu bekommen. Nein, er hat keine Tochter. Also keine Möglichkeit. Weiter im Süden Deutschlands. Der Herzog von Böhmen ist ein tschechischer Heide. Ja, unser Sohn wird uns kein wirkliches Bündnis bringen können momentan. Wir können ein Bündnis mit Wessex anstreben. Er hat auch nur Söhne. Bündnis mit Mercien. Er hätte eine Tochter, eine 6-Jährige. Da wäre doch ein Bündnis mit meinem Sohn möglich. Er wird nicht annehmen. Nee, auf keinen Fall. Ah, schwierig. Unsere christlichen Verbündeten sind alle
nicht wirklich in der Lage, Bündnisse für uns bereitzustellen. Ich werde einmal ganz kurz auf fünffache Geschwindigkeit stellen, bis unser Militär sich aufgebaut hat hier auf 200. So, und wir haben noch ein Event. Gerold möchte seit langem nur noch eines, ein Kreisel. Ah, ich habe gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. So, ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Das heißt, gelogen habe ich nicht. Ich werde euch niemals in das Licht führen, denn wird er treuherzig. Ja, das ist auf jeden Fall voll in meinem Charakter und er selber kann auch so werden wie ich, was das angeht. Und ich denke, dass es dann für diese Episode gewesen sein soll. Wir gucken noch einmal ganz kurz nach, ob wir Minden jetzt so weit haben, dass er sagen würde, ja, ein Bündnis mache ich. Wir sind exakt bei null. Also nein, mein Militär ist noch nicht stark genug. Zupfen allerdings, wenn er auf 100 Meinung wäre, würde das Bündnis auf jeden Fall annehmen. Das heißt, da müssen wir weiter hoffen, dass es was wird. Aber das wird in der nächsten Episode passieren. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und ich sage bis dahin, euer Mische.